Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge von DayZ. Diesmal ein bisschen anders. Ich bin hier alleine und wie ihr seht, ich habe hier was anderes an. Ich habe so Ghillie-Suit für den Kopf geschenkt bekommen. Erstmal vorab, warum ich jetzt diese Ansicht hier habe und so bin. Ich glaube, ich nehme eine Waffe, bevor jemand reinkommt. Hat eine ganz einfache Bewandtnis. Wir sind alle von Cheatern gestorben. Und zwar in letzter Zeit ist DayZ so extrem cheaterverseucht auf den vollen Servern, dass man es einfach nicht mehr spielen kann. Cheat name? Name? Ja. Naja, auf jeden Fall geht halt einfach nicht mehr. Es ist wirklich einfach gar kein Zustand mehr. Aber ich wollte euch ja natürlich nicht im Unklaren lassen, also werde ich mal einfach erzählen, was in der letzten Zeit passiert ist und was ich jetzt mache. Mein Plan ist, ich 20 Minuten hier in Svetlojask, ich dachte sogar, ich wäre Elektro, zu überleben. Und euch zu erzählen, was in der Zeit passiert ist. Dazu muss ich jetzt erstmal meinen Timer starten. Das bedeutet, ich werde mehr als 20 Minuten versuchen, jetzt hier zu überleben, weil die Zeit zählt schon. So, Startzeit ist gestartet. Was in der Zeit passiert ist, wie gesagt, wir sind alle von Cheatern gestorben und zwar übelst hart. Es gibt keinen Server abends mehr, so war zumindest am Wochenende so, auf dem man joinen konnte, wo kein Cheater war. Selbst auf unseren Servern. Und da sind... Ich kann die Tür nicht öffnen, weil es die falsche ist. Und also von Instant Tod bis Flying Man, wir haben die Leute von unserem Server runtergekickt und trotzdem auf dem nächsten Server waren sie sofort wieder drauf. Also das war übelste Lage. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und ich bin so weit zu sagen, dass man DayZ gar nicht mehr spielen kann. Also es ist unspielbar geworden auf vollen Servern. Deswegen mein Experiment zu dem Ghillie Suit, den ich auf dem Kopf habe. Den habe ich geschenkt bekommen. Ich habe einen netten deutschen Spieler getroffen, habe ihm gesagt, ich schieße nicht mehr, weil ich ziemlich die Laune verloren hatte. Wo sind die Zombies, die schreien hin? Er ist auf jeden Fall noch ein anderer Spieler. Ich habe den Server weder geschossen, noch sonst was. Ihr seht hier ein paar Leute drauf. Und ich werde jetzt einfach mal hier versuchen mit euch, wie gesagt, die Zeit zu übernehmen. Überleben. Wenn das Ghillie Suit weg ist, ist es weg. Schade drum, aber was soll's. In der Zwischenzeit versuche ich mir ein paar Teile zusammenzusammeln. Naja, und ich bin schon wieder dabei zu sagen, DayZ wird eingestellt. Aber da ich ja sehe, dass es euch so sehr gefällt, weiß ich noch nicht, wie wir es weitermachen. Wir haben schon überlegt, ob wir uns nur noch bewegen, nur noch durch die Gegend laufen und gar nicht mehr irgendwo in irgendeiner Stadt sind. Aber mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Und momentan ist es, wie gesagt, echt kein Zustand mehr, mit dem man hier in DayZ spielen könnte. Das nächste, was ist, ich bin jetzt hier in einer Stadt und es leckt so dermaßen, weil ich ja noch nebenbei aufnehme, dass ich nicht weiß, ob ich jemanden abknallen könnte, wenn der hier reinkommt. Das heißt, durch die Aufnahme kann tatsächlich bei mir das Spiel versaut werden. Aber, naja, für euch mache ich das doch gerne. Und ich hoffe, ihr rechnet mir das auch an. Ich sehe das ja auch an den Klickzahlen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir tatsächlich oft schaffen, schon mindestens bei jeder Folge in den zweistelligen Bereich zu kommen. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und mal gucken, wie sich das Ganze entwickeln wird. Auf jeden Fall muss ich gucken, wie das mit DayZ weitergeht. Ich bin mit den Entwicklern von DayZ mit in dem Forum aktiv. Als auch... Oh, den Angelhaken nehme ich auch mit, wenn ich Platz hätte. Ja, hier irgendwas raus. Und gleichzeitig habe ich noch Battle Isle angeschrieben. Die arbeiten alle mit Hochdruck daran. Aber pff, nur was es bringt, ist die Frage. Hochdruck, vor allem, was heißt denn mit unter Hochdruck arbeiten? Boah, das leckt richtig mies. Svetlojask mit Aufnahme Fraps. Ganz miese Nummer. Naja. Hier kommen Falsches. Seht ihr, da fängt das nämlich an. Ist nicht ruiniert, okay. Ich hatte überlegt, wie ich das jetzt am besten stacke. Da rein. Ich habe das hier noch nicht mal ausgeleert gehabt. Ich kann gar nicht sagen, was ich alles habe und was ich nicht habe. Ich habe zuletzt, das war mitten in der Nacht, einfach nur noch ein paar Sachen eingesammelt. Naja, ihr seht ja, was dabei rausgekommen ist. Gelbe Stifte, die sind nicht mal für mich. Rein da. Ja, komm schon. Komm schon. So. So, der klappt nicht. Dann möchte ich hier nochmal ein nächstes... Aber nicht dieses nächste. Dieses nächste hier reinpacken. Oh Gott, ich bin so froh. Also mit der Aufnahme ist es echt schwer, wie gesagt. Oh, hier, komm. Ich brauche keine zwei. So. Nein, das wollte ich. Und ich nehme das hier mal aus der Hand und nehme mal die drei. Ich weiß nämlich nicht, ob hier noch einer hintersteht.
Ich habe auch den unauffälligsten Rucksack. So, schön orange. Ja, wie ihr seht, Axt kann man nicht mehr ansprühen. Im Gegenteil, wenn man sie ansprüht, wird sie kaputt. Ich habe für die, die es interessiert, und zwar, wenn man Menschenfleisch, es gibt ja jetzt ja Kannibalismus, wenn man Menschenfleisch isst und das brät, dann lacht man unwillkürlich. Und wenn man es nicht brät, dann kriegt man noch eine richtig miese Infektion, von der man wohl sehr schnell sterben wird. Oh Mann, leckt das. Ganz miese Nummer gerade. Auf wen ist denn der Zombie-Akku? Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie den Sound parallel aufnehmen kann mit einem anderen Programm. Und dann versuche ich es nochmal mit der Elgato und dann irgendwie die Sachen zu überschneiden, weil bildtechnisch ist es mit der Elgato deutlich einfacher. Und Bild und Ton zusammen ist halt deutlich Fraps einfacher. Aber ich merke gerade, wie schwer das gerade ist. Von daher... Habt ihr ihn gesehen? Scheiße. Das hat so geleckt. Das ist ein Bambi. Ich weiß, ein Zombie kommt zu mir. Ich glaube, hier sind ein paar mehr Spieler. Das, ob ich das hinkriege. Ach, leck mich doch. Jetzt kommt natürlich der Zombie. Axt. Ja, bleib stehen. Lass dich verprügeln. Ist nichts los. Jacke. Pff, wer braucht die schon? Oh Gott. Ich werde sterben. So mies wie das leckt, werde ich auf jeden Fall sterben. Alter, ich will das nächste Set nicht, die verfickte Scheißweste. Ich werde sowas von eingehen. Ich wusste gar nicht, dass das so mies leckt. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier an Svetlojask liegt oder... Aber das ist so schlimm. Das Ding ist halt, ihr könnt es halt nicht nachvollziehen. Ich habe nämlich selber schon festgestellt, dass die Aufnahme an sich total flüssig läuft. Was da mir das zeigt, Fraps kriegt wohl mehr Performance, sowohl Festplatte als auch vor allem von der Grafikkarte, als mein Monitor bzw. die Grafikkarte nach außen ausspielt. Also auf dem Monitor. Naja. Wie gesagt, das mit den Cheatern ist echt mies. Also ganz ehrlich, wir sind schon so weit zu sagen, also der Andi zum Beispiel sagt, der lootet gar nicht mehr wegen der Cheater. Ich sage, ich möchte eigentlich gar nicht mehr spielen wegen der Cheater. Es ist halt echt... Ihr müsst das doch selbst noch gucken. Also sagen wir es mal anders. Wenn ich eine Kaufempfehlung machen müsste, würde ich sagen, kauft euch das Spiel nicht. Auf keinen Fall. Erstens ist es noch nicht fertig und zweitens, ihr habt halt keine Freude an den Cheatern. Also das ist momentan so dermaßen ausgeufert mit den Cheatern. Macht es nicht. Tut euch das nicht an, ihr ärgert euch nur. Was für das Spiel spricht, es ist immer noch einer der geilsten Spiele überhaupt.
Ohne Frage. Es macht super Laune. Es macht richtig Laune. Es macht Spaß mit Freunden zu spielen. Es macht Spaß mit anderen zu spielen. Es macht auch Spaß, sich gegenseitig zu beschießen und zu kriegen. Es macht Spaß, mit dem Auto zu fahren. Und dieses Looten hier, die Belohnung, die man sich durch das Looten selber holt, ist halt unbegreiflich geil. Aber die Cheater. Sobald sie es mit den Cheatern im Griff haben, lohnt es sich, das Spiel zu kaufen. Aber jetzt sage ich es, DayZ ist halt so beliebt, dass es einen großen Markt für die Cheaterei gibt, weil die Leute so doof sind und dafür zahlen. Man soll es nicht glauben. Die zahlen monatlich ein Abo, um zu cheaten. Und das öffnet natürlich einen ganzen neuen Markt. Das heißt, die ganzen Russen, die da zum Beispiel dieses hier programmieren, sind hauptsächlich Russen, werden dafür bezahlt, die Cheats zu machen. Die verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Weil irgendwelche Idioten die Sachen tatsächlich abonnieren. Und dann sagen, oh, guck mal, ich bin so geil, ich habe 52 Leute getötet. Nee, hast du nicht. Du hättest nicht eingetötet, das sind deine Cheats. Ach so, ja, 10 Meter von hinten, cool. Und das verstehen die nicht. Die fühlen sich echt geil damit. Die müssen echt einen kleinen Penis haben. Ich meine, nee, irgendwo muss doch diese Kompensation herkommen, dieses Bedürfnis zu haben, ich muss zu cheaten, weil ich sonst nichts herkriege. Die müssen doch im Leben nichts reißen. Naja, und wie gesagt, die sind eben halt dabei, das Spiel echt hier kaputt zu machen. Ach komm, nicht noch ein Zombie. Ach, leck mich doch am Arsch. Ernsthaft? Also ich sag mal, mit den Zombies ist es kein Problem, solange man eben halt nicht diese Mega-Lags hat, die ich hier gerade habe. Weil ich sehe leider meine Frames per Second nicht, weil ich die auf eine andere Taste gelegt habe. Und diese Taste sorgt wohl dafür, dass die Frames unten ausgeblendet würden. Das bedeutet, Aufnahme ist gleich Frames-Ausblendung. Ich muss die Taste nochmal belegen. Ich wollte eine Taste nehmen, die für beides gleich ist. Naja, war vielleicht nicht die cleverste Idee, dann wohl die zu nehmen, weil ich das wohl nicht wusste, dass ich die dafür belegt habe. Aber ich muss sagen, dafür lebe ich hier schon ganz gut, ne? Also relativ lange. Aber es ist halt auch nicht Elektro. Und eigentlich bin ich von ausgegangen, dass ich jetzt in Elektro stehe. Ich wusste auch nicht mehr, dass ich diesen Ghillie-Suit auf dem Kopf habe. In Elektro stehe, einfach mal rumlaufe und euch zeige, dass ich innerhalb von 20 Minuten abgeknallt werde. Mir war es klar, dass das nicht sofort passiert, weil der Server eben halt nicht bis oben hin voll ist. Aber ich wusste, dass es passiert. Naja, jetzt bin ich halt in Svetlojas. Svetlojas scheint ja wohl noch ein bisschen zu gehen. Ah, nee, lieber die Militärboots. Die könnte ich sogar nähen, fällt mir gerade auf. Ist wohl ein Scheiß drauf. So, jetzt ist es damaged. Jetzt habe ich Heileboots. Ja, man muss übrigens, wenn man so ein Giddy-Suit sich aufsetzt, den kann man eben halt aus Netzen machen, aus Streifen, aus Burdex-Sacks und anscheinend aus Gras, damit das dunkel wird. Und dann hat man eben halt so einen tollen Kopfschmuck. Aber diese Säcke zu finden ist halt sehr selten. Ich habe den, wie gesagt, geschenkt bekommen von einem netten Deutschen, den ich abends getroffen habe. Und der hat mir den geschenkt, weil er selber noch einen hatte. Der ist hier ruiniert, deswegen wollte er ihn wohl verstecken. Aber weil ich nicht auf ihn geschossen habe und mal nett zu ihm war, hat er mir den geschenkt. Sowas soll es auch geben. Ist die Seltenheit. Aber es ist halt kein Cheater gewesen, der sofort wusste, wo ich bin. Und also wie war so, da war einer in Elektro und der hat innerhalb von einem Radius von 1 bis 1,5 Kilometer alle sofort ein Heli gegeben, die in diesen Radius reingekommen sind, und zwar Auto. Der musste nicht zielen und nichts, du hast sofort eingekriegt und warst tot. Der hat auch nicht gelootet, sondern war einfach nur interessiert, dass du möglichst viele Leute zu sterben und dass du tot bist, so. Und für dich ist halt scheiße, du kommst nicht mal an deinen Loot ran, weil du ja autotot bist. Und genau das ist uns passiert. Der Einzige, der überlebt hat, weil er noch rechtzeitig sich disconnected hat, der kam ein bisschen später drauf, weil der Server voll war, war der Andi. Ich habe auch noch Disconnect gemacht, während ich im Please Wait war, aber anscheinend war ich trotzdem schon auf der Map und bin dann trotzdem gestorben. Das heißt, ich habe noch nicht mal ein Bild gesehen und war tot. Es ist so geil mit den Cheatern, es macht einfach nur Laune. Ja, das zum Wiederholen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr an meiner Stelle machen würdet. Würdet ihr weiter aufnehmen? Würdet ihr durch die Gegend nehmen? Würdet ihr nur noch auf abgeschlossenen Servern spielen? Ihr könnt mir das ja mal bitte gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich mich natürlich auch gerne an euch richten wollen würde. Und wenn ihr sagt, nee, nee, so kann man nicht mehr spielen, hör bloß auf, ja, dann muss ich mir das halt zu Herzen nehmen. Wobei bei DayZ fällt mir das immer ein bisschen schwer. Aber wie gesagt, ich nehme das ja auch vor allem für euch auf, ne? Für mich könnte ich einfach zocken, ich könnte auch sagen, ich mache jetzt ein halbes Jahr Pause und fertig.
Aber weil ich ja weiß, ihr mögt es, mache ich das natürlich gerne für euch. Nur, es fällt mir extrem schwer, momentan was aufzunehmen durch die Cheater. Warum ist das eigentlich schon wieder ruiniert oder kaputt? Badly damaged. So, nochmal nehmen. Dann können die Zombies das gleich wieder zerkloppen. Ich komme ja nicht mehr dazu. Ich möchte euch ja auch was anderes zeigen. Ich möchte euch ja nicht nur die Guides, die Loot Guides zeigen. Oh, ich sehe gleich, ich bin gleich tot. Ich habe keine Ahnung. Hier war irgendwo ein Spieler, auf den ich geschossen habe. Der eine Waffe hatte bei der Stelle. Das habt ihr gesehen, oder? Dosenöffner. Habe ich schon Dosen? Nee, ich habe noch keinen Dosenöffner. Ey, ihr seht, ich habe fast gar nichts. Also, wenn ich tot bin, bin ich tot, dann ist das halt so. Ich denke mal, von hier oben habe ich eine erhöhte Position. Das heißt, ihr könnt vielleicht hier durchs Fenster sehen, wenn da einer tatsächlich ist. Naja. Könnt ihr mir mal sagen, wie wäre euer Fahrplan? Mich interessiert das wirklich, wirklich, wirklich. Aus dem einfachen Grunde, da ich ja auch für mich mitplanen möchte, wie das bei mir weitergehen soll. Und deswegen brauche ich euch mal auch mal eure Meinung, wie ihr das an meiner Stelle machen müsst. Stellt euch vor, ihr habt ein Spiel, in dem ihr auf keinen vollen Server, egal auf welchen ihr geht, und das ist ungelogen, nicht auf einen Cheater trifft, der euch instant tötet. Was würdet ihr machen? Würdet ihr nur noch Blutgeist machen? Würdet ihr nur noch mit dem Auto durch die Gegend fahren? Da wurde mir gesagt, na, das kann man 2-3 Mal machen, dann ist das auch langweilig. Stimmt ja im gewissen Sinn. Auch mir macht es Spaß, weil ich immer noch loote nebenbei, aber dass es denen keinen Spaß macht, verstehe ich. Die haben auch Angst, wenn wir eben halt aufhören, Daisy aufzunehmen, dass wir die Truppe nicht mehr zusammenkriegen, weil wir eigentlich eine ganz coole Truppe haben. Und dementsprechend ist die Frage, was machen wir? Also ich bin echt uneins momentan. Und hier wäre auch mal echt eine Community-Meinung gefragt, wie das bei euch aussieht. Oh, ein schwarzer Rucksack. Der ist natürlich besser. Mache ich das anders? Wie mache ich das denn so? Nein, so. Man gewöhnt sich ja tatsächlich da. Ach, scheiß drauf. So, 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 doch. Ach, weil ich dann was drinne hab. So. So. Mir ist egal. So, 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 so. Mach ich einfach mit Doppelklick drauf, dann packt das eben halt da, wo was frei ist. Jetzt habe ich meine Schuhe reingepackt. Alter Schwede! Es nervt. Es mir nervt ungemein. So, so, dann ist der auch weg. Ich weiß, gerade ein bisschen leichtsinnig mit den Sortieren, aber es nervt mich halt einfach gerade. Und ich hoffe mal, dass hier nicht so viele Spieler sind. Ja, also in echt ist der Rucksack jetzt genäht. Es gibt nämlich ja auch wieder diesen Update-Fehler. Was sind denn so die häufigsten Cheats, die wir in letzter Zeit beobachtet haben? Das kann ich euch ja auch mal sagen. Teleporten mit einer Axt. Das heißt, er teleportiert sich neben oder hinter dich und haut dich einfach mit der Axt tot. Kannst natürlich nichts machen, weil du natürlich niemanden gesehen hast. Godmode, das bedeutet, du schießt ihn gegen den Kopf, er fällt um und steht sofort wieder auf und schießt weiter. Also eigentlich unsterblich. Was gab es denn noch? Ach ja, Flying Man, sehr beliebt. Die Leute fliegen durch die Gegend und schießen auf dich. Auto-Kill mit Auto-Headshot und, was wir auch hatten, du kriegst einen Schlag auf den Kopf und bist ohnmächtig. Und wenn du wieder auch zu dir kommst und aufstehst, bist du tot. Ansonsten zieht er dich halt vorher aus und dann tötet er dich. Also auch alles remote natürlich, ne? Nicht, dass er neben dir wäre oder sowas. Wallhack mit Flying Man, auch sehr beliebt. Fliegen sie einfach durch die Wände durch und von unten schießen sie dich dann einfach tot. So durch den Fußboden zum Beispiel. Sind so, glaube ich, momentan die beliebtesten Cheats, wobei das auch mit die schlimmsten sind, wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt. Und wie gesagt, das Remote Killen, ganz beliebt. Ich weiß nicht, wie man so einen kleinen Penis haben kann, dass man denkt, dass man tatsächlich damit irgendwas... Ich meine, das kann denen doch selber auch keinen Spaß machen. Naja.
Wie gesagt, für mich wäre es interessant, wie es weitergehen soll zukünftig. Wie gesagt, wie der Fahrplan wäre, also aus eurer Sicht auch. Ich nehme jetzt diese Hose mit, die ist für Mozi. Wie gesagt, die ist ja auch gestorben. Der Rafe ist gestorben. Ich bin gestorben. Und der Andi hat Glück gehabt. Der ist nämlich der Andi die ganze Zeit gestorben. Da hatte ich Glück. Aber gegen diesen super Hack von wegen in den Radius reinlaufen, instant tot, konnte auch ich nichts mehr machen. Selbst im Please Wait ausknocken hat nichts gebracht. Schöne MP5 mit Arcog und so. Und wie gesagt, der hat auch nichts gelootet. Mozi hat es einmal geschafft, irgendwie dahin zu laufen. Nee, einzuloggen hat sie sich. War dann genau neben ihrer Leiche, hat gesehen, die Sachen liegt noch da. Mozi ihn angezogen, eine andere Sache angezogen. Wie gesagt, diese eine Sekunde hat man ja oder anderthalb. Und dann hat sie wieder ein Handy gekriegt und war tot. Sehr geil, sehr, sehr geil. Das macht echt Laune, muss ich sagen. Ja, anscheinend habe ich es hier geschafft, 20 Minuten zu überleben. Hab einen Spieler getroffen. Die Frage ist, wie ich jetzt weitermache. Ja, steck die Waffe doch bitte schon vorher durch die Tür und öffne sie bloß nicht. Könnte ja ein Gegner hinten sein, den man bloß nicht damit warnt. Habe ich eine Feldflasche eigentlich? Nee, dann nehme ich mal diese hier mit. Dann ist das jetzt meine Ersatzfeldflasche erstmal. Tja, ich habe es tatsächlich geschafft, 20 Minuten ins Wettloyals zu überleben. Wobei ich eigentlich meine eigene Aufgabe, gestellt habe, 20 Minuten in Elektro zu überleben. Naja, da ich nicht in Elektro war und das ein bisschen weit weg ist. Wie gesagt, bitte schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. Daran werde ich mich natürlich mit orientieren. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, dieses kleine Vlog. Und ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich in der nächsten Folge, egal wie sie ausfallen wird, weil ich euch auf jeden Fall noch eine Entscheidung mitteilen werde. Das heißt, es wird nicht einfach aufhören, sondern ich werde euch auf jeden Fall sagen, wie es aussieht und wie es weitergeht. Also, vielen Dank fürs Zugucken, die Mozi nehme ich natürlich noch und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, das hat euch trotzdem soweit Spaß gemacht und war soweit interessant. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zugucken. Ciao!